Die Grundidee der Vertriebssteuerung ist ja, dass wir aus einer gesamten Planung heraus aus der Bank wissen, wo wir hin möchten. Das heißt, wir haben uns schon Gedanken gemacht, womit wird diese Bank zukünftig erfolgreich sein. Und wir sind eigentlich dafür da, das Bindeglied zwischen den Stabsabteilungen, wo viel geplant und auch vorausschauend dann agiert wird, und das Ganze quasi handelbar zu machen. Das heißt, das Ganze greifbar zu machen, dem Vertrieb in die Unterstützung zu geben, dass wir bestimmte Produkte dann auch so an den Kunden bringen, wie der Kunde es braucht, wo der Kunde es braucht und auch was der Kunde braucht. Beim Grunde geht es darum, Potenziale zu erkennen und Potenziale zu erschließen. Das heißt, das kann regional sein, das kann in der Branche sein, das kann Produkte sein, wo wir sagen, da sind wir unterrepräsentiert oder da gibt es Möglichkeiten, da gibt es vor allem Kundenbedarf. Und genau da wird dann der Vertrieb auch hingeführt, dass man sagt, da gibt es Möglichkeiten, die Kunden sind unseres Erachtens noch die, die da Potenzial haben. Die Kunden, die auf uns zukommen, werden mit dem und den Produkten versorgt. Und das Ganze in eine gewisse Struktur zu bringen, dass wir auch wissen, da wollen wir auch alle zusammen hin.